Guten Morgen. Eat to Live von Dr. Joel Fuhrmann. Das ist ein Buch, wo es um gesunde Ernährung geht. Was ist gesunde Ernährung? Er legt sein Wissen dar. Er ist Allgemeinarzt und Ernährungsexperte. Und dieses Buch ist ein absoluter Bestseller, ist über 1 Million Mal verkauft worden, weltweit in verschiedenen Sprachen auch übersetzt. Entsprechend ja, war es für mich ein Bedürfnis, da reinzulesen und zu schauen, gerade auf dem großen Markt der Ernährungsbücher, inwieweit ja, dieses Buch fundiert ist. Es gibt durchaus verschiedene Meinungen, was die Ernährung angeht, und es gibt auch, was die Studienlage angeht, durchaus auch konträre Standpunkte, die man einnehmen kann, und entsprechend findet man auch die entsprechenden Studien. Umso wichtiger ist es, dass man wenigstens auch das in jedem Ernährungsbuch vorfindet, die wissenschaftliche Grundlage. Das ist bei Dr. Joel Fuhrmann auch der Fall. Das heißt, das, was er an Wissen uns präsentiert als Leser, das ist auch fundiert mit Studien, die im Studienverzeichnis dann auch eben nachgewiesen sind. Es gibt auch ein paar Passagen, wo er seine persönliche Meinung zum Besten gibt. Das deklariert er aber dann auch als seine persönliche Meinung. Und von daher kann man durchaus sagen, das Buch hält einer grundlegenden ja, wissenschaftlichen Arbeitsweise stand. Und das ist erstmal das Allerwichtigste in einem Segment, dem Segment der Ernährungsbücher, wo in den letzten, Jahren und Jahrzehnten wirklich sehr viel auf den Markt geschossen wurde. Unter anderem natürlich auch von YouTubern oder von selbsternannten Ernährungsexperten. Und da tut es immer gut, ein Buch zu lesen, wo wissenschaftlich fundiert an das Thema Ernährung herangegangen wird und, ja, und seine Sichtweise dann auch unterlegt wird. Das Buch besteht ungefähr aus 400 Seiten, wobei die ersten 300 Seiten oder insgesamt 300 Seiten es um Wissensvermittlung geht und 100 Seiten Rezepte gepostet werden. Das Buch ist, wen das interessiert, manch einer wünscht sich immer mal, dass ich das Buch so zeige, also keine Ahnung, ne, das ist halt das Buch. Und genau, 400 Seiten, 300 Seiten Wissen, 100 Seiten Rezepte. Das Thema des Buches ist gesunde Ernährung, aber mit dem Fokus auf das Abnehmen, weil in dem Land, wo der Autor lebt, das heißt in Amerika, da ist es so, dass große Teile der Bevölkerung übergewichtig sind. Und entsprechend ist da ein bisschen der Fokus auch im sprachlichen Bereich darauf gelegt, dass die Menschen abnehmen und dadurch weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch an Krebs erkranken. Die Ernährungsrichtlinien, die er gibt, die gelten aber genauso auch für Menschen, die, ja, sag ich mal, vielleicht nicht dick sind, aber sich trotzdem ungesund ernähren. Und entsprechend ja, finde ich das nämlich unterlegt. Der Untertitel des Buches heißt das wirkungsvolle, nährstoffreiche Programm für schnelles und nachhaltiges Abnehmen. Das ist, glaube ich, eher so ein Verkaufsargument. Ne? Nehmt ab und damit kannst du sehr viele Menschen erreichen. Ich glaube, das wäre gar nicht nötig gewesen und das tut das Buch eigentlich so ein bisschen in so eine Nische drängen, was gar nicht notwendig ist. Aber gut, Marketing. Zum Marketing gleich weiter, es ist ein amerikanisches Buch, entsprechend ähnlich wie bei der High Carb Diät, ein Buch, was ich auch rezensiert habe, gibt es dann aller paar Seiten so Erfolgsstories und Bilder, Vorher-Nachher-Bilder und so weiter. Ja, das ist beim Lesen, also für unser eins als Deutscher oder als Mitteleuropäer, ist das ein bisschen ungewohnt, so dieses begeisternde und motivierende Element in einem Buch vorzufinden, was eigentlich einem wissenschaftlichen Anspruch genügen soll. Und von daher müsst ihr selber wissen, wie ihr damit umgeht. Ich sage euch das, das ist auch wieder enthalten. Und von daher ja, nehmt es einfach mal zur Kenntnis, dass halt die typische amerikanische Schreibweise sich auch in diesem Buch wiederfindet. Der grundsätzliche Ansatz, der hier gefahren wird, ist, dass man bei seiner Nahrung schauen soll, inwieweit verhält sich die Mineralstoffdichte oder wie ist die Relation Mineralstoffdichte oder Nährstoffdichte zu Kaloriendichte. Und daraus errechnet sich ein Quotient, der dann Grundlage einer gesunden Ernährung ist. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, sollte der Quotient, je nachdem was sozusagen der Zähler und was der Nenner ist in der Gleichung, sollte halt so ausgelegt sein, dass es einen hohen Anteil an Nährstoffdichte gibt in Relation zur Kaloriendichte. Und damit sind wir dann auch beim Thema Fette.
Und da sagt der Autor und belegt es auch an Studien, dass eben ein zu viel an Fetten, insbesondere an Ölen und an tierischen Fetten, dass das eben dazu führt, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermehrt bekommt oder dass man einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Das widerspricht natürlich so ein wenig den Studien wie zum Beispiel der Mittelmeerdiät, wo ja die positive Effekte dem Olivenöl nachgesagt werden. Darauf geht er ein und widerlegt das eben auch mit Studien. Ich kann mich an eine erinnern, da ist das Brustkrebsrisiko in den Mittelmeerstaaten, das ist doppelt so hoch, obwohl sie Olivenöl nehmen, was ja angeblich gegen Brustkrebs da auch helfen soll, aufgrund irgendwelcher Inhaltsstoffe, verglichen mit asiatischen Ländern, wo das eben das Brustkrebsrisiko halb so stark ist, so groß wie das in den Mittelmeer-Diät-Ländern, also dort, wo das viel Olivenöl konsumiert wird. Und erklärt dann auch viele interessante Fakten, die mir auch nicht so bekannt waren. Zum Beispiel, dass man eine Zellbiopsie machen kann und dann genau erkennen kann, ja, was der Mensch gegessen hat. Weil dann in der Zelle erkennt man immer noch genau, okay, da hat er Schweinefett gegessen, da hat er Olivenfett gegessen und da hat er Rinderfett gegessen. Das heißt, der Autor gibt viele Insights, auch so von der Untersuchung und vom wissenschaftlichen Aspekt, die mir auch unbekannt waren. Und mittlerweile habe ich doch schon sehr viel gelesen. Und da muss ich sagen, ja, bin ich positiv überrascht gewesen, dass so ein Buch, was doch ein bisschen so, ja, so, wie soll ich das sagen, nicht polemisch, aber so sensationsgeil irgendwie daherkommt, dass es doch echt viele interessante Informationen hat. Und das ist eben das, woran ich mich mittlerweile auch gewöhnt habe bei den amerikanischen Autoren, dass man da erstmal so kurz geschockt ist von dem, boah, wie platt und wie billig ist die Aufmachung, aber dass da echt doch was dahinter steckt. Und ja, das findet sich auch dann wieder. Also das Thema Fett spricht er an und ja, unterlegt eben dies, dass man definitiv beim Fetten vorsichtig sein soll, dass man Öle meiden sollte und dann lieber auf Nüsse und Samen zugreifen sollte. In seinen Rezepten, insbesondere den Salatdressings, die er explizit anspricht als die große Gefahr, dass viele gerne Salat essen, aber entsprechend das Dressing mit dem Dressing dann das alles total, ja, diesen Gesundheitsaspekt ad absurdum führen, weil es halt zu viel Fett enthalten ist. Und da hat er teilweise auch trotzdem Öl verwendet, aber nicht so viel, wo man meiner Meinung nach auch hätte auf das Öl verzichten können. Aber okay, er geht damit vielleicht so einen Konsens ein, dass er halt auch die Menschen, die jetzt noch komplett auf diesem Öldampfer sind, dass sie dann auch wenigstens ein bisschen Öl, das ist meistens ein Esslöffel Öl pro Salat und dazu halt noch ein paar Samen und so weiter. Ja, ich denke mal, das wird einfach der Grund dafür sein, dass er so einen Konsens gefunden hat. Weiterhin spricht er auch das Thema Unterernährung an, also unterkalorische Ernährung. Er verweist auch auf die Studien, die allseits bekannt sind, dass eine gewollte, bewusste, leichte Unterernährung von den Kalorien, also ein Kaloriendefizit, dazu führt, dass der Körper sich da anpasst, effizienter arbeitet und dass es eine lebensverlängernde Maßnahme ist, wenn man sozusagen etwas hungert. Und das ist so ein Aspekt, den wollen viele nicht hören. Da sind auch viele dabei, die selber zum Beispiel an einer Essstörung gelitten haben, im Sinne dessen, dass sie zu wenig gegessen haben, Magersucht und so weiter. Und für sie hört sich das sehr, sehr gefährlich an. Eine leichte Unterernährung. Aber es ist eben eine leichte Unterernährung und es ist eben auch wissenschaftlich bewiesen, dass eben eine leichte Unterernährung, dass die beste Möglichkeit ist für Tiere und auch für Menschen, ja, sein Leben zu verlängern. Und wenn man sozusagen damit seinen Frieden macht und damit ist stressfrei, also das ist ja der Gegensatz zu hungern. Wenn du hungerst, dann bist du gezwungen, weniger zu essen, dann ist das nicht stressfrei, dann ist das auch nicht lebensverlängernd. Wenn du das aber bewusst machst und deinen Körper einfach darauf konditionierst, etwas weniger zu essen und wirklich das Essen dazu dient, dass man überlebt und nicht zum Genuss oder zur Kompensation von Angstzuständen oder von anderen geistigen Ungleichgewichten, dann ist es ja gesund. Und dann sind wir schon bei dem Thema Ängste. Auch er zeigt anhand von Studien und nicht nur von Studien, sondern auch von Zusammenhängen, dass eine ungesunde Ernährung auch zu vielen geistigen Krankheiten führt, wie zum Beispiel auch Ängste. Dass man Ängste abbauen kann durch eine gesunde Ernährung. Auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Was er auch anspricht,
Also generell geht seine Ernährung, für die Leute, die das interessiert, in Richtung einer High-Carb-Ernährung. Allerdings sagt er explizit, man sollte sich gar nicht so auf die Makronährstoffe da fokussieren, weil wenn man gesunde, vollwertige Lebensmittel zu sich nimmt, dann ist das selbstregulierend, was dann passiert. Und dann hat man meistens einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, aber es muss nicht zwangsläufig eine High-Carb-Ernährung sein, weil es gibt individuelle Unterschiede bei der Ernährung. Das ist ja auch so, dass die traditionelle chinesische Medizin und das Ayurveda, die zwei großen, sag ich mal, Heilslehren, was die Gesundheit angeht, die über Jahrtausende empirisches Wissen haben, dass diese auch sozusagen immer ins Kalkül ziehen, dass Menschen individuell sind. Im Ayurveda gibt es ja die verschiedenen Konstitutionstypen. Und der eine braucht zum Beispiel etwas mehr warme Mahlzeiten mit etwas mehr nährende Stoffe wie Fett, also was wir jetzt nährend nennen. Und der eine, der ist sehr gut, nur Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und Fette auf Minimum zu reduzieren. Das ist einfach so. Und deshalb existieren auch diese verschiedenen Studien, wo auch verschiedensartig die entsprechenden Makronährstoffverteilungen auch interpretiert werden können. Und ja, und deswegen lässt er das so offen und sagt, einfach darauf achten, Nährstoffdichte zu Mineralstoffdichte, aber letztlich kommt man dann zu einer auf jeden Fall kohlenhydratdominierten Ernährung. Er verweist aber auch darauf, dass nicht nur weil es viele Kohlenhydrate enthalten sind in der Nahrung, dass das gleich gut ist. Denn leere Kohlenhydrate, wie zum Beispiel aus Weizenprodukten, das sind zu meiden. Also es betont wirklich die Vollwertigkeit der Lebensmittel und geht nicht so auf diesen Makronährstoffansatz oder springt nicht auf diesen Makronährstoffzug auf, wo es ja viel Hauen und Stechen gibt, sondern er sagt tatsächlich, konzentriert euch auf die Nährstoffdichte. Und ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz, weil er halt diese Kriege zwischen diesen Makronährstoffverteilungen so ein bisschen umschifft und ja, man emotional sich sehr gut auf dieses Buch einlassen kann. Im Rezepteteil, typisch amerikanisch oder vielleicht auch typisch marketingtechnisch, gibt es die Rezepte und bei vielen Rezepten steht dann da und die verschiedenen Zutaten und Dr. Fuhrmanns Veggie-Zest, irgendeine Gewürzmischung oder Dr. Fuhrmanns Himbeeressig oder so. Er verweist dann sozusagen auf seine eigenen Produkte, die wunderbar sich integrieren lassen in diese Rezepte. Ja, muss man einfach so mit annehmen. Jeder muss ja irgendwie auch sein Geld verdienen und bei mir ist es ja auch zum Beispiel so, dass ich trotz dessen, dass ich jetzt dem Geld nicht nachjage oder in irgendeiner Weise Geld fokussiert bin, ja trotzdem auch das Geld verdienen muss und entsprechend auch diese Amazon Affiliate Links bei mir habe, auch Buchverkaufe und so weiter. Deswegen, ja, es stößt einen trotzdem irgendwie negativ auf, weil es halt sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten gibt, die halt vor allem das Geld im Vordergrund haben und die auch genauso agieren und das entsprechend so eine Schnittmenge ist und dann man ausgehend von dieser Schnittmenge interpretiert, weil die Masse der Menschen dann entsprechend nur geldorientiert ist und nichts dahinter ist, dass man dann sagt, okay, das ist negativ und das ist aber auch eine Form der Konditionierung und da muss man einfach drüber weglesen und es einfach akzeptieren, dass der Dr. Fuhrmann halt eben auch seine Produkte da in diesem Buch unterkriegt und ja, uns unterschieben will. Aber das ist in Ordnung. Also, was ich ein bisschen kritischer sehe, ist, dass er ganz häufig so Hanftrink, Sojatrink, Mandeltrink mitverwendet oder Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, anstatt halt die Hanfmilch selber zu machen. Ganz einfach, Hanf und Wasser mixen, hast du Hanfmilch. Und wenn du dann die Schalen nicht möchtest, dann nimmst du entweder geschälte Hanfsamen oder du seißt das nochmal ab durch irgendwie so ein Tuch oder so. Oder du nimmst halt, oder man nimmt halt direkt Zwiebeln und Knoblauch und nutzt das frisch. Und wenn man es als Pulver unbedingt braucht, dann macht man sich das Pulver selber mit dem Dörrgerät. Also er verwendet schon auch sehr viele verarbeitete Lebensmittel in seinen Rezepten, sehr vieles übertrieben. Aber er verwendet die. Das steht so ein bisschen auch im Widerspruch zu seinen Anweisungen. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt vor uns mit den Ölen. Dass er, glaube ich, dann das auch wegen dem Konsens macht, dass die Menschen nicht total überfordert sind und sehen, boah, ich nehme nur frische Zutaten für meinen Salat oder sonst was. Wie soll das funktionieren? Das kenne ich ja gar nicht. Und dass man dann halt dann doch irgendwie welche Pulver und Hanfmilch oder sowas dann halt kaufen kann und so seinen alten Verhaltensmustern dann doch irgendwo treu bleiben kann und entsprechend ja in seiner Komfortzone verweilt. Deswegen, ich denke, es ist einfach ein Konsens. Also der Wissensteil ist sehr gut, die Rezepte, ja,
muss jetzt nicht unbedingt sein. Was kostet das Buch? Das Buch kostet 25 Euro. Ihr seht selber, das sind hier 400 Seiten. Das ist auch ein Buch, wo hin und wieder mal ein Bild drin ist. Wertig, richtig schönes Papier. Also das hält auch lange. Dazu hat man auch ja, was ich immer sehr schön finde, da braucht man kein extra Lesezeichen, Papierverschwendung, so ein Ding, wo man dann ja quasi da immer, wo man entsprechend ist, da so reinlegen kann. Für 25 Euro gibt es absolut gar nichts dran zu meckern. Ich hatte ein paar Kritikpunkte gehabt, die möchte ich auch erwähnen und die möchte ich auch erwähnt haben. Aber alles in allem ist das ein wunderbares Buch für 25 Euro. Ich habe überlegt, ob das an die Qualität von den meinen beiden bisher besten Ernährungsbüchern rankommt. Das ist Dr. Jakobs Weg des genussvollen Verzichts, was ein Buch ist, was aus wissenschaftlicher Sicht für auch eher den Wissenschaftler geschrieben ist, unerreicht ist von der Qualität, von der Tiefe, von der Studientiefe auch, also dass er halt nicht nur ein paar Studien genannt hat, sondern dass er auch in den Studien in die Tiefe gegangen ist. Das ist unerreicht, Dr. Jakobs Weg des genussvollen Verzichts. Und das andere Buch, das ist How Not to Die, heißt das Buch von Dr. Michael Greger. Dr. Michael Greger, das ist mir entfallen. Ja, also dieses Buch How Not to Die und auch Dr. Also das How Not to Die ist eher so für den, ähnlich wie das Buch, dieselbe Zielgruppe für den normalen Menschen, für den Nichtwissenschaftler. Und das kostet genauso 25 Euro wie das. Und das Eat to Live auch. Das sind beides sehr, sehr gute Bücher. Das How Not to Die ist halt eben, würde ich sagen, noch ein Tick. Also das ist, hat noch mehr Studien und es ist noch deutlicher in seiner Aussage. Das bleibt hier eher noch so oft in der Komfortzone der Menschen, um es halt auch wahrscheinlich besser verkaufen zu können. Und von daher würde ich eher das How Not to Die empfehlen. Das Buch ist auch echt nah dran, ist wirklich gut. Ich werde es wahrscheinlich nicht mit aufnehmen in meine besten 2 Bücher und hätte dann besten 3 Bücher reingemacht. Ja, ist aber nah dran. Also wirklich 5 Sterne für das Buch. Es ist wirklich richtig, richtig gut und für 25 Euro absolute Empfehlung. Ich hoffe, ihr wurdet halbwegs informiert und könnt euch selber ein Bild machen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut, euer Christian.